Ja, mein Name ist René Konrad, 20 Jahre alt, fahre Wakeboard seit 8 Jahren mittlerweile und meine Sponsoren sind Ian, O'Brien, Protec, Wasserschermburg und Telekom. Ja, hi René. Kurz vorm ersten Wettkampf der Saison auf der Leipziger Messe, dem Wake the Pool, wollten wir mal hören, wie es dir so geht und dabei ist uns zu Ohren gekommen, du bist im Moment bei der Bundeswehr und machst deine Grundausbildung. Ja, mir geht's ganz gut. Die Grundausbildung sehr spaßig, macht viel Spaß. Negativ ist nur, dass es in Bayern ist, aber sonst ist auch super auf jeden Fall. Was macht man als Sportsoldat? Ja, ich habe gehört, dass es eigentlich nur auf meinen Sport ausgehen soll, aber ich kann gar nichts so sagen, weil ich noch nichts darüber weiß, ehrlich zu sein. Auf jeden Fall wird es Wakeboard beinhalten und der positive Faktor dabei auch noch, du wirst auch noch Geld dafür bekommen. Ja, das so ist der Plan auf jeden Fall. Und du hast bei Brian dieses Jahr dein eigenes Wakeboard, ein Pro-Model. Genau, das ist richtig. Ich bin... Leider sitzen wir hier noch mit seinem alten Brett aus der letzten Saison. Das neue Material ist noch nicht da, wir können es noch nicht zeigen. Aber vielleicht kannst du es noch kurz beschreiben und was du erzählst. Ja, das wird das Valhalla 1.38 sein. Das wird von Nick Lewis und Miles Töller und mir sein, das Teamboard. Und es wird sehr flippig aussehen, sehr gelb und... Lila, seid gespannt, das sieht so super aus, das Board. Was glaubst du sind die Highlights der Saison 2011? Abgesehen natürlich von den Wake Masters und dem Wake the Pool in Leipzig. Ich hoffe, dass die Europameisterschaft und die Deutsche Meisterschaft sehr gut werden und wir werden sehen. Ich bin sehr offen für alles. Was hältst du denn von dem Format Wettkämpfe im Rahmen von Großveranstaltungen wie Messen und ähnlichem? Abzuhalten. Denkst du, dass es den Sport noch mehr in die Öffentlichkeit rückt, nach vorne bringt? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass es positiv ist, auf jeden Fall in dem Sinn, dass die Leute gucken können, besser gucken können, den Sport mal besser kennenlernen und auf jeden Fall viel näher dran zu sein als an der Wasserschermlage. Ich denke auf jeden Fall, dass es viel besser ist. So, nun steht ja, wie eingangs schon erwähnt, mit dem Wake the Pool als ersten Bestandteil des Wake Masters dieses Jahr in Leipzig auf der Messe der erste internationale Wettkampf an. Was sind deine Ziele dieser Riesen-Event? Letztes Jahr bist du Vierter geworden. Hast du vor, das zu steigern? Ich denke mal, die Gegner werden ja nicht leichter oder anders. Aber ich denke mal schon, dass ich mich steigern hoffentlich werde. Ja, ich denke mal, das wird hart, aber vielleicht.